Tabellen sind aber ziemlich lame verglichen mit schön anschaulichen Grafiken. Von diesen Grafiken, da gibt es so einige Typen für Häufigkeits- oder Wahrscheinlichkeitsdarstellungen. Wir schauen uns zwei von diesen Typen etwas näher an, sozusagen die Brot- und Butterdarstellung für Wahrscheinlichkeiten und Häufigkeiten. Die erste dieser Darstellungen ist das Kreis- oder Tortendiagramm. Das kennt ihr alle, spätestens von Wahlsendungen. Ein Vollkreis, also eine Scheibe, wird für das Tortendiagramm entsprechend der Wahrscheinlichkeiten oder Häufigkeiten der zugrunde liegenden Zufallsvariablen in Tortenstücke eingeteilt. Und wie bekommt man die Größe des Tortenstückes? Über seinen Öffnungswinkel. Das ist der Winkel, mit dem das Tortenstück an die Mitte der Torte anstößt. Und dieser Öffnungswinkel berechnet sich als die gesamte Kreiswinkelsumme von 360 Grad mal die relative Häufigkeit oder Wahrscheinlichkeit für die jeweilige Realisation. Weil sich die Häufigkeiten oder auch Wahrscheinlichkeiten zu 1 addieren müssen, bilden hinterher auch alle Tortenstücke zusammen wieder den gesamten Kreis. Das war jetzt viel zu akademisch. Schauen wir uns ein Beispiel an. Ich habe mich neulich mal gefragt, wie viele Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, also zum Beispiel Elektroautos oder mit Gas oder wasserstoffbetriebene Autos, jährlich so zugelassen werden. Unsere Zufallsvariable wäre also Antriebstechnik bei den im vergangenen Jahr zugelassenen Fahrzeugen. Ich habe nur drei mögliche Realisationen berücksichtigt: Dieselfahrzeuge, Benzinfahrzeuge und eben solche mit alternativen Antrieben. Dabei kam heraus, dass von allen zugelassenen Autos im vergangenen Jahr etwa 48,2% Dieselfahrzeuge waren. 50,5% waren Benziner und nur 1,3% fuhren mit anderer Antriebstechnik. Davon übrigens die meisten mit Autogas, nicht mit Elektro. Dem Statistiker, dem würden hierbei natürlich wieder mal alle Kaffeetassen aus dem Schrank fallen. Er will Wahrscheinlichkeiten bzw. relative Häufigkeiten von 0 bis 1 und nicht von 0 bis 100%. Also würde er schreiben 0,482 für die Dieselfahrzeuge, 0,505 für die Benziner und 0,013 für die sonstigen. Das ist ein Tortendiagramm. Wie kam ich jetzt auf diese Tortenstücke hier? Ganz einfach. Der Winkel zum Beispiel, mit dem sich das kleinste Tortenstück hier öffnet, der wurde berechnet als 360 Grad mal 0,013, also die Wahrscheinlichkeit dieser Realisation. Und das sind 4,68 Grad. Und für die anderen Stücke genau dementsprechend. Zum Glück muss das aber heute niemand mehr selbst machen. Jedes Statistik- oder Tabellenkalkulationsprogramm, das was auf sich hält, macht aus einer Häufigkeitstabelle in 0, nix ein Kreisdiagramm. Da müssen wir gar nichts mehr selber machen. Manchmal übrigens, da lässt man auch einen kreisförmigen inneren Bereich weg. Sowas nennt man dann oft Donut Chart. Seine Erstellung, die verläuft genauso wie die Erstellung des normalen Kreisdiagramms. Man blendet einfach nachher nur den inneren Bereich aus. Was das bringen soll, das weiß ich auch nicht so ganz genau. Vielleicht sieht das einfach nur ein bisschen schicker aus. Aber das Ganze hat ein Problem. Denn in Wahrheit ist dieser Donut-Chart Mist, weil man den Öffnungswinkel hier in der Mitte eben gerade nicht mehr erkennen kann und damit meistens die Gradverhältnisse in diesem Diagramm noch schlechter optisch einschätzen kann. Natürlich können wir auch die absoluten Häufigkeiten visualisieren, wie hier rechts dargestellt. Es ändert sich dabei absolut nichts am Aussehen des Diagramms. Nur die Zahlen, die ich hier reingeschrieben habe, sind jetzt anders. Zwei Worte noch zu diesen beiden Diagrammen. Erstens sind genau diese Zahlen hier eine absolut gute Idee. Es macht immer Sinn, in das Kreisdiagramm die veranschaulichten Werte, die Wahrscheinlichkeiten oder relativen Häufigkeiten mit hineinzuschreiben. Hätte ich euch nämlich nur die Fläche gegeben, so wie hier jetzt, dann wird das Diagramm sehr schwer zu lesen, weil man die repräsentierten Zahlen kaum hinreichend präzise schätzen kann. Oder hättet ihr sofort gesehen, dass das hier 1,3% sind? Ich jedenfalls nicht. Zweitens sind drei Realisationen recht wenig. Oftmals soll das Kreisdiagramm mehr darstellen, womit auch die Anzahl der Tortenstücke steigt. Das schöne Einschreiben der Beschriftung, so wie hier Diesel, Benzin, Alternativ, das wird dann ganz schnell unübersichtlich und die passen gar nicht mehr in kleinere Tortenstücke rein. Deshalb nimmt man dann bei vielen Tortenstücken oft die Beschriftung weg
und fügt eine Legende hinzu, die den Farben der Tortenstücke die entsprechende Beschriftung zuordnet. Aber wie überall im Leben, viel ist irgendwann zu viel. Wenn man nämlich zu viele Realisationen in einem Kreisdiagramm darstellen möchte, dann wird so ein Diagramm ganz schnell unübersichtlich. Sowas wie hier, das will man nicht haben. Das ist die Bevölkerung der Vereinigten Staaten, aufgeteilt nach Bundesstaat. Ich weiß jetzt nicht, wem diese Darstellung viel bringen sollte. Und dann auch noch mit absoluten Häufigkeiten, bei denen man die Verhältnisse überhaupt nicht mehr bewerten kann. Das ist grauenvoll. Sowas wollen wir nicht. Mehrere Fehler, zum einen die absoluten Zahlen und dann auch noch so viele Tortenstücke, völlig unbrauchbar.